Hallo, wir hatten euch ja eine Roomtour versprochen. Ich, Sandra, filme und Micha erzählt euch jetzt, was wir so gemacht haben. Ja, hallo, mein Name ist Micha und wir haben uns gedacht, wir bauen uns unseren Offroad-Camper, den wir heute dann auch fast an seine Grenzen gebracht haben, direkt auf unserem Offroad-Trail hier auf Sardinien. Da kurz vorweg, ohne Sperren, gute Reifen und Fahrwerk klappt dieser nicht. Dazu später in einem anderen Video mehr. Ihr wolltet was wissen, was wir hier gemacht haben, warum wir das gemacht haben. Wir haben hier zum einen, was man sofort sieht, ein Sandblech. Der Vorschlag war zum einen eine abklappbare Variante mit Absenkmechanik, die war uns zu teuer. Deswegen haben wir hier einfach nur die Abklappvariante genommen mit Airschienen. So, daran haben wir dann Stahlseile befestigt und mit ganz normalen Karabinerhaken im Prinzip absenkbar gemacht und das Ganze auf eine Höhe gebracht, in dem man bequem kochen kann oder das auch als Ablage benutzen kann. Finden wir ganz praktisch, ist auch leicht, kann man so ganz gut nutzen. So. Entschuldigt bitte meine Hörs, ich bin nicht so oft in Videos, aber ja, weiter geht's. So. Wir haben eine Markise, 270 Grad, das ist nicht die Ezion, die Folge, sondern die von Jens empfohlen etwas preisgünstige Variante. Für uns vollkommen ausreichend, denke ich, gut verarbeitet, mit Stützen auch dabei. Dass, wenn es mal windet oder regnet, sollte man diese Stützen auch ausfahren. Das sind die hier, sodass das Ganze dann nicht als Belastung auf der Kabine lastet. Stühle, Tisch auch sehr leicht, leicht zusammenbaubar. Leicht, warum? Weil wir nicht aufgelastet haben. Wir haben ein Fahrzeug maximal 3200 Kilo und da bleiben wir auch drunter. Das heißt, unsere ganzen Einbauten und so weiter sind darauf ausgelegt, diese 3200 Kilo nicht zu belasten, um die Geländetauglichkeit zu behalten. Jegliche Auflastung erfordert bei dem Fahrzeug eine Luftfederung oder ein Roadmaster-Fahrwerk, was aber die Geländetauglichkeit stark einschränkt. Was wir heute gesehen haben und mit dem Fahrwerk, was wir jetzt verbaut haben von OMG, einwandfrei funktioniert hat, würde mit diesen Lösungen wirklich schwerlich funktionieren und auch teilweise auch zu Beschädigungen an der Kabine oder auch an dem Rahmen führen, zwangsläufig, weil die Schläge einfach durchschlagen. Und mit dem längeren Federweg, den wir hier haben und auch den längeren Dämpfern, haben wir dieses Problem nicht. Es ist alles sehr weich abgelaufen, auch wenn sehr wackelig, aber die Stöße, die werden gut abgefangen und auch für das, was wir vorhaben, ist das die beste Konfiguration. Für Details dazu mehr, wenn ihr wollt. Ansonsten gehe ich jetzt mal auf die Kabine ein. Globe Cap, Wombat in der Double Cap Variante, weil wir einen Double Cap fahren. Das ist ein Ford Ranger 2015 Wildtrak mit 3/2er Maschine, 6-Gang manuelles Getriebe. So wenig wie möglich Technik, hat auch noch kein AdBlue. Das heißt, man kann da relativ viel, ich sag mal, mit einfachen Mitteln noch dran regeln. Wir haben jede Menge Kästen dran, weil wir uns gedacht haben, Stauraum kann man immer gut gebrauchen. Der ist dann entsprechend aber auch leicht bestückt. Wir haben ja zum Beispiel oben unser Kochgeschirr drin, den zweiten Kocher. Wir haben da oben dann die Stühle drin, unten ist der Tisch drin, Dieseltank und so weiter für die Heizung ist da mit drin. Das machen wir alles hier aus. Dann sehen wir hier was Besonderes. Das ist ein 20 Liter Dieseltank, der entsprechend gut befestigt ist, längs und auch nicht dick aufbaut. Daran haben wir eine Schaufel, mit dem man das Fahrzeug auch noch was mal ausbuddeln kann oder andere. Ich zeige euch mal das von der Seite, wie schmal der ist. Dinge bearbeiten kann. Und daran haben wir wieder unsere Mülllösung, die wir außen mitführen. Das ist ein handelsüblicher Gepäcksack aus unserem Sortiment. Den haben wir etwas umfunktioniert, ist aber wasserdicht und hat sich hier sehr, sehr gut erwiesen, so dass man da 60 Liter Müll unterbringen kann, die dann auch im Innenraum nicht stören. Und jetzt muss ich einmal dazwischen greifen. Ich habe vergessen, noch jemanden vorzustellen. Wir haben ja noch einen dritten Mitfahrer. Das ist der Barney. Das ist der Barney. So, ihr wolltet was zu unserem Wassersystem wissen. Das Wassersystem von hier außen betrachtet sieht man hier schon mal mit einem Duschschlauch. Der Duschschlauch kann hier außen einfach angeklipst werden. Relativ einfach zu handeln. Man kann die Pumpe auch hier steuern. Selbst wenn sie innen nicht angesteuert ist, kann ich sie hier einschalten. Im Augenblick ist sie angesteuert. Heißt, hier kommt mit Druck sofort Wasser raus. Hier nochmal gerade ein Video drauf. Zack. Zack. So, und das ermöglicht das Außenduschen auch komplett autark, ohne dass die Kabine sogar geöffnet werden kann. Und hier haben wir dann die Besonderheit, wir haben hier einen Warmwasserregler, mit dem wir auch warm Wasser kriegen können, wenn dann innen drinne der Boiler ungefähr eine Stunde vorher eingeschaltet worden ist, weil dieser funktioniert über Elektro, ist sehr energiesparend, sehr gut isoliert und macht warm Wasser. So, den haben wir hier drinne.
Müssen wir eben kurz warten. Ich glaube, das war dann auch eine Frage und eine hauptsächliche Frage, wie das denn verbaut ist. Das haben wir dann hier in der Technikkiste verbaut. So, und der sitzt hier ganz links. So, da kann man auch sehen, das Gelbe ist das Ablassventil. Damit kann man den komplett für die langen Monate, wo das Fahrzeug steht oder auch eben nicht steht oder kalt wird, entsprechend ablasten. Da ist die ganze Technik entsprechend mit drin und der Warmwasserboiler auch. Wie gesagt, auf Elektro. Bis jetzt konnten wir da keine Einbußen mit der Solarzelle erfahren, dass wir da zu wenig Strom hätten. Wenn wir... Es ist ein bisschen eng hier, entschuldigt bitte. Jetzt hier den Schalter betrachten, das ist der für die Elektroheizung. Es gibt ja keine Temperaturwahl, es wird einfach heiß. Wie heiß, kann ich nicht genau sagen. Ich denke, wenn man es lang genug anlässt, hat man uns gesagt, über 60 Grad, sodass Keime und so weiter getötet werden. Aber ich denke, es wird nicht kochen oder 80, 90, werden wir hier nicht erreichen. So, dann haben wir hier unten... Ja, einige Utensilien und dahinter sieht man dann, etwas schwierig zu erkennen, die neuerliche Verteilung. Also, und da ist dann im Prinzip der Außenanschluss mit dran. Der ging ursprünglich mal, ging die Verteilung hier drüber, jetzt ist sie da drüber mit dem Warmwasser zugeführt. Ja, hinter der Schublade dann entsprechend der Außenanschluss verbaut. Zur Kabine, standardmäßig gibt es nicht so viel zu sagen, das kennt ihr glaube ich alle, Kühlbox. Hier drin haben wir auch soweit nichts verändert. Das ist alles so eingeräumt, wie uns der Platz das zur Verfügung gestellt hat. Wir haben hier noch Teppich drauf gemacht, das ist aber eher dem Hund geschuldet, weil der sich hier besser festhalten kann und besser reinklettern kann. Der pennt dann unter dem Tisch, hat da seinen Teppich und fühlt sich da auch pudelwohl, wenn wir oben das Bett entsprechend ausgezogen haben. Was ist bis jetzt aufgefallen? Also gestern am Strand haben wir halt die Situation gehabt, Sand. Da war es gut, dass ich noch vorher zwei Plastiksandbleche besorgt habe, die wir im Übrigen hinter Barnis Platz im Double Cap aufbewahren. Das ist jetzt auch wieder was ein bisschen anders als beim normalen Auto vielleicht. Wir haben die Rücksitzbank komplett ausgebaut, um Gewicht zu sparen, nebst allen Gurten. So, und wir haben die Plastikbleche einfach dahinter geschoben, um einmal auch Gewicht zu sparen, aber die dabei zu haben. Und das hat uns gestern am Strand echt den Arsch gerettet, weil wir die dabei hatten. Hier vorne im Fußraum haben wir dann sämtliches an Werkzeug und Ersatzteilen, um das Gewicht auch zu verteilen. Das liegt schön auf der Mitte. Und wir haben so Sachen dabei wie Werkzeugkästen, dass man alles am Fahrzeug machen kann. Wir haben Teile dabei für die Lampen, Beleuchtung etc., falls da was ausfällt und auch kleinere Reparaturen ausgeführt werden können, Abdichtungen etc., wenn man Kühlschlauch platzt oder ähnliches. Das ist da alles mit drin. Wagenheber, etwas größerer Natur, damit man auch nach oben kommt. Und auch der Reservereifen ist genauso ein Voll-AT-Reifen, wie wir den auf den Felgen haben. Da auch eine kurze Besonderheit noch zu. Wir haben hierfür ein bisschen mehr Gummi gesorgt, indem wir die Originalbereifung, welche ja eine 60er Bereifung ist, aufgestockt haben auf eine 65er Bereifung. Das ermöglicht uns im Ausland oder auch überhaupt etwas günstigere AT-Reifen zu bekommen. War ein bisschen kompliziert, weil wir erst ein Geschwindigkeitsgutachten machen mussten. Aber jetzt können wir halt auch günstigere AT-Reifen fahren. Wie ich finde, diese hier sind sehr gut und machen im Gelände auch echt einen guten Eindruck. Kannst du mal sagen, wie die heißen, die Reifen? Das sind die Renegade AT5. Ja. So, und viele haben uns gesagt, macht auch die Stahlfelgen drauf, die Dots Dakar und so weiter. Ich habe keinen Grund bis jetzt gefunden, warum wir das tun sollten. Wir haben jetzt etwas mehr Gummi drumherum gemacht. Bis jetzt haben wir keine Schäden an den Felgen. Wir sind nicht über die 3200 Kilo. Das heißt, es gibt auch kein Belastungsproblem. Deswegen kann man das so machen. So, dann haben wir hier halt so ein paar kleine Gimmicks dran gemacht, damit die Scheinwerfer nicht so schnell kaputt gehen. An den Blinkern hat das nicht funktioniert. Die haben wir uns eben abgerissen. Die sind halt im Gebüsch hängen geblieben. Da müssen wir uns noch was anderes ausdenken. Aber wir haben hier vorne noch eine nette Sache. Fernbedienbare Seilwinde, 5 Tonnen. Die ist versteckt angebracht und ist auch nicht TÜV-relevant. Macht aber bis zu 5 Tonnen. Ist ein Qualitätsprodukt auch. Sollte man auch nicht dran sparen mit einem Textilseil, was bis zu 10 Tonnen macht. Safari-Snorkel. Wir wollen nicht tauchen. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Aber... der Vorfilter da oben drauf, der sorgt dafür, dass der Luftfilter tatsächlich nicht sich so schnell zusetzt, wie das halt normalerweise der Fall ist, wenn du zum Beispiel viel sandige Sachen fährst
oder staubige Gegenden besuchst, dann haben wir hier einen Vorfilter. Der normale Luftfilter ist da nicht von betroffen. Das ist übrigens auch ein Papierfilter, den man ausschütteln kann. Aber wir sammeln hier erstmal alles Grobe raus und das kommt dann nicht in den Luftfilter. So, das auch. Fahrwerk noch mal ganz kurz hier gezeigt. Das kann man ganz gut da hinten sehen. Die ganze Schose ist hinten 5 cm höher und vorne 4 cm höher. Mit entsprechend längeren Dämpfern berechnet so, dass wir 600 Kilogramm dauerhaft hinten immer drauf haben und 80 Kilogramm dauerhaft neu vorne. So, dass wir gerade so an diese 3200 Kilogramm kommen, was knapp ist, aber erreichbar ist. Selbst wenn wir voll beladen sind mit Wasser, mit allem drum und dran, klappt das ganz gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber so im Groben und Ganzen war es das jetzt, glaube ich, erstmal. Ja, das hat er doch sehr gut gemacht. So, und weil wir einmal dabei sind, mache ich euch jetzt noch mal eine lange Nase, indem ich noch einmal hier euch die Aussicht zeige. Schaut mal, wo wir hier sind. So, ich glaube, das war's, Barney. Dann sagen wir Tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Nicht, ne?